So, guten Tag, guten Morgen. Sondierungen sind dazu da, damit es gleich einmal klar ist, wenn man nachschlägt im allgemeinen Wortgebrauch und insbesondere im politischen und wirtschaftlichen Bereich, ist es auch nicht anders. Annäherung, Vertrauensaufbau, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn es um Regierungsverhandlungen gehen könnte, aufgrund von Sondierungsgesprächen, dann ist der Unterschied zu jetzt der, dass jetzt zu schauen ist, ob das überhaupt möglich ist, ob das sinnvoll ist und wie es gehen kann. Und Regierungsverhandlungen würden sich dann davon unterscheiden, wie es gehen wird. Dass wir das einmal beieinander haben, ich habe ja schon da irritierende Überschriften und Kommentierungen gesehen. So ist das für uns. Ja, was werden wir jetzt wollen? Ich darf ein Ziel vielleicht ausführen, dass die Republik Österreich ihre vertraglichen Verpflichtungen einhält und die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen soll. Und da werden die Jahre 2020 bis 2025 schon mitentscheidend sein, den Einstieg in den Umstieg zu schaffen. Das ist das eine. Sie wissen, dass uns die Bekämpfung der Kinderarmut ein großes Anliegen ist. Und Sie wissen, dass wir für besondere einen politischen Kulturwechsel eintreten mit viel mehr Transparenz und tatsächlich Österreich auf den Weg zur Korruptionsfreiheit zu bringen. Wenn Sie jetzt meinen, das erinnert Sie an das, was wir im Wahlkampf gesagt haben, dann erinnern Sie sich richtig, aber dazu sind wir da, diese Ziele umzusetzen. Dankeschön. Sie kommen noch mit einer Art Plakat herein, weißt du, eine Frage, ja, bitte. Nein, das ist so wie im Wahlkampf. Da haben wir auch die grünen Brillen aus dem Jahr 2013 recycelt und jetzt recycle ich einfach meine Mappe. Wir sind immer noch arm.